Hallo zusammen. Heute geht es jetzt auf den Overland-Track. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Mal heute hübsches Wetter. Mal schauen, wie lange und ob sich das hebt. Guten Morgen. Heute Morgen ist das Zelt steif gefroren. Das Zeug wird mal vom Schnee befreien, bevor es überhaupt zusammenlegen kann. Dafür immer noch hübschen Tag. Und der Mond dort hinter dem Baum. Und man sieht ihn kaum. Guten Morgen, heute ist der nächste Tag, das Zelt wieder flutschnass. Aber einfach alles eingepackt, ich muss jetzt heute auf 16 km langen oder 14, ich weiß nicht wie lang. Langer Marsch, also muss ich los. Thank you.
Morgen, es ist der dritte Tag. Der dritte nasse Tag im nassen Zelt und wieder ein nasses Zelt einpacken. Und es geht nass weiter. Der Overland-Track sollte eigentlich Nass-Track heissen, weil feucht ist alles. Trocken ist eigentlich nichts, ausser man bleibt in der Hütte und nimmt nur das Sommerzelt mit und geht früh los, damit man ja wieder früh dort ist, damit man sein Zelt nie kann, muss auspacken, damit es immer noch schön trocken ist, bis man fertig ist mit dem Overland-Track. Jetzt ist wenigstens einmal die Sonne rausgekommen. Die Sonne weht dort, wo der Schleier drinnen ist. Ich bin flutschnass. Es gibt glaub, kein Körperteil, der nicht nass ist. Also stellen wir uns ein durchgreifendes Zelt wieder auf für die nächste nasse Nacht. Und morgen sollte es noch Schnee kommen. Das wird dann lustig. Guten Morgen. Schönes Zelt. Da ist alles eingeschneit bzw. eingeflutscht. Hübsch, hübsche Landschaft. Alles eingeflutscht.
Es schneit für draussen. Um 3 sind wir angekommen. Wir haben wenigstens noch ein Plätzchen in der Hütte gefunden, weil heute will wohl in dem Schnee niemand campen. So, jetzt gehen wir das erste Mal auf die Toilette. Guten Morgen. Heute sind wir einmal in der Hütte aufgewacht. Es war nicht gerade so warm gewesen, aber besser als im nassen, feuchten Zelt. Und jetzt geht es 15 km und weiss ich nicht was weiter zu der nächsten Hütte. Am Lakestclair. So, sind wir langsam weg in der Zivilisation. Da sind schon die ersten Tagestouristen. Jetzt gehen wir retour langsam am Ende vom Overland-Track entgegen. Wird sehr wahrscheinlich noch eine Sache von ein paar Stunden sein. Wir sind das Ende vom Overland Track. Das Ende vom Overland Track. Ich bin auch am Ende angekommen. Völlig durch.